viel, meine Güte. So. Besser. Steht mal auf, ich will nicht die Jünger umverteilen. Wie sie einfach so auf den Haufen rauskommen. So, wegen die Baumeister sind jetzt nicht so wichtig. Und gleich, wenn ich da mal einen mitschnappe. Wie gesagt, ich bleibe jetzt auch noch absichtlich ein bisschen hier. Ich könnte jetzt gleich zu den Japanern. Wo will ich nicht? Ich möchte erstmal noch unsere Stadt floriert. Wenn man das so nennen kann als Böser. Steht mal ob. Ey. Bestimmt nicht wieder in deine komische Wohnung rein. Ich will dich absichtlich raus haben, Penner. So, sind hier noch welche? Jetzt Bedürfnis. Ja, kann ich verstehen. Ich repariere gleich meine Mauer. Ganz. Mein Gott, warum kostet es so viel? Das ist auch unglaublich, wenn die Kreatur die ganze Zeit an einer Stelle angreift, beziehungsweise man irgendwo einen Felsen platziert hat, dann schnipst der Preis für das Erz bei fremden Mauern immer so unglaublich in die Höhe. Das Erz sammle ich auf, auch gut. Das Erz kannst du meinetwegen aufsammeln. Hier muss ich jetzt bloß irgendwie die Hitbox von dem Tor noch treffen, was ich nicht getan habe. Ah. Hab ich dich. Meine Güte. Da habe ich heute ein wenig zu viel rumgeschrien. Ja. So, hier haben wir noch ein bisschen Erzmangel. Erzbedarf. Nicht Erzmangel. So, schwupps. Frage ist jetzt, spare ich? Festigte Mauer brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Feuerwunder. Dann ist fast unser ganzes Geld wieder weg. Schwieriglich, schwieriglich. Ich könnte es Schmelze gebrauchen. Ein Feuerwunder. Ja, das brauchen wir eigentlich auch. Perfekter Soldat wie. Oh, 52.000, ich glaube so. So, auf jeden Fall bauen wir noch ein bisschen hier. Das ist ein Lagerhaus. La 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 Lagerhaus, la 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 Lagerhaus, la 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 Lagerhaus. Das Böse ist die Mauer und die Pfeil. Ja, das hat voll was damit zu tun. Das war jetzt voll passend. Hier bräuchte ich am liebsten so eine Taste, wo man praktisch so ringförmig bauen kann. Wenn man so einen kleinen Ring bauen will, dann sieht man, was da rauskommt. Na. So, einfach den Weg durch die Bank bauen. Scheiß drauf. Was ist das denn? Ah, Huhn! Wieso niedlich. Ein kleines Hühnchen. Wo ist hin? Ah. Wie viele Details da drin sind. So winzig.
Aber es passt von der Größe her. So, die Menschen dazu beobachtet. Was ist mit dir los? Achso, stimmt, wir müssen ja noch ein paar Leute zur Arbeit bewegen. Voll freiwillig. Zu alt. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Bauer. Bauer. Oh. Hopsi. Ich war's nicht. So. Das Bäumelein möchte ich behalten. Das heißt, wir packen es so hin. Hopp. So. Oh, wie schön böse wir sind. Warum sind jetzt alle so alt? Los! Halt zusammen! Kommen noch gute 100 Leute rein. Da war doch mal was, stand immer was von 330. Ach, werden die Kinder doch mitgezählt. Okay. Los! Dann können wir auf jeden Fall hier noch ein paar Leute gebrauchen. So, auflösen. Huch. Fehlt ja doch noch Herz. Das geht ja auch nicht. Hoch. Nee, das wollte ich nicht. Na, ich möchte doch mal. Hallo? Was haben die denn immer? So. Knapsen wir uns mal ein paar Leute wieder hier ab. So, da unten muss ja noch ein Tor rein. Ja, bei uns ist es einfach nicht. Warum nicht? Ist ja kein Zwang, ne? So. Bekehrter Baumeister. Ich soll die Brüder ausbilden. Meine Güte. Ach nee, Brüder kommen ja auch. Stimmt ja. Bekehrter Brüter. Ihr sollt nicht trauern, ihr sollt arbeiten. Ich darf nicht die Alten hier nehmen. Bekehrter Bauer. Ja, das Problem hat sich gleich gelöst. Bekehrter Bauer. Gleich ist die Meisterarmee weg und dann ist gut. Dann braucht ihr mir nicht mehr die Ohren zu heilen. Voll heilen. So gesagt. Ich glaube, ich packe da drum noch ein paar Fältchen. Nachdem ich das hier abgeartet habe. Bäuerchen. Mach Bäuerchen. Bekehrter Bauer. 1, 2, 3. Bekehrter Bauer. 1, 2, 3. Bekehrter Veredler. 1, 2, 3. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Das müsste dann reichen. Sehr schön. Na? Wunderbar. Jetzt müssen wir die Lagerhäuser nicht so knackvoll machen. Warum wünschen die sich jetzt schon wieder? Wieso das denn, hä? Mag ich nicht. Also ich muss dann sich immer hier drum kümmern. Weil die Städte wachsen immer weiter. Dann muss man sich eigentlich immer drum kümmern. Dass hier noch die ganzen Leute nachkommen. Von Bauern und so weiter. Das kleine Bubsfeld hier wird nicht mehr reichen. Da muss auch noch ein anderes
Fällchen im Horn. Eins, zwei, 3000 Erz. Bauen wir das eben auf. Wenn die feinen Herren hier sich zu fein sind. Anscheinend schon mal ein guter Geist mal wenigstens was hingehauen. Davon aufbauen ist hier nicht die, kann hier nicht die Rede sein. War die Kreatur. Das war ja klar. Ja, sag ich ja. Wir brauchen schon wieder Nahrung. Denn das Dörfle hier ist auch schon zu einer ordentlichen Stadt geworden. Ja, Stadt. Dup-di-dup-di-du. Ach ja. Ich wünschte mir so ein Spiel so mit aus der Mischung von Black and White 2, From Dust und Die Siedler, beziehungsweise Anno. Denn das wäre dann eine Mischung aus, ich sag mal, Terraforming von Dust, weil da kann man wirklich seine Landschaft gestalten, so wie man es gern hat. Ich sag mal, freien Städtebau, weil hier ist man nicht irgendwie in Kästen begrenzt oder in irgendwelchen Sechsecken begrenzt, wie in Siedler. Oder in Kästen wie in wie Siedler. Anno. Und eben Wirtschaft von Bauer. Von Anno, beziehungsweise die Siedler. Dann hätten wir wirklich ein Wirtschaftsaufbau-Terraforming-Spiel, wo man so viele Möglichkeiten hat. Das wäre echt awesome. So. Du kannst gleich hier noch dein Restholz bauen. Sehr schön. So, hier haben sich die Leute auch schon aufgelöst. Das müssten die dann gewesen sein. Und dann bauen wir doch hier die Straßen nochmal neu. Welche Stadt ist das eigentlich beeindruckender? 15.000, das müsste dann 17.000 sein, ja. Das kann ich nicht dulden. Was ist hier? Da war wahrscheinlich mal ein Portierchen. Da jetzt nicht mehr. Jetzt können wir da meinetwegen so ein eingepferchtes Armviertel machen. Gibt auf jeden Fall viel Eindruck. Ist ja auch schön. Na. No. Gott, wer macht denn die Lampen so hin? Geht doch nicht. Oder wo sind die Leute, die sich hier aufgelöst haben? Hm, keine Ahnung. So, können wir doch vielleicht mal am anderen Ende noch was machen? Oder ist hier noch ein Tempel? Nö. Können wir noch eins hier hinbauen? Das ist gut, trotzdem macht er. Dann sind die Leute dann drumherum immer noch unglücklich. Jetzt einfach, weil so viele Hütten da sind. Das ist an sich eine relativ zeitaufwendige Aufgabe, die ganzen Hauptstädte und so weiter, insbesondere wenn man es erobert hat. Wird auch so. Man kann ja nur die Hauptstädte erobern, ansonsten muss man sich nicht drum kümmern. Ja, ansonsten ist es sehr schwer. Es ist nicht sehr schwer, es ist einfach richtig zeitaufwendig, wie ich ja bereits gesagt hatte. Die erstmal wieder zum Laufen zu bringen und dann erstmal so, dass er
wo man sagen kann, ja, das ist jetzt mal eine ordentliche Stadt. Weil so wie die KIs das mehr oder weniger aufbauen, das ist... Ne. Das ist eine einzige Katastrophe. So, das haben wir schon, das haben wir auch schon. Was können wir noch hinbauen? Ein Altar, richtig. Geht das hier noch rein? Nein, schade. Wo geht denn das noch rein? Heiligen Boom. So. Plopp. Hat das Tor von denen keinen Eingang? Schade. Ich hätte gedacht. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles mit den Straßen verbunden. Na gut, fast. Schlups. Und dann können wir noch ein paar Hütchen hinbauen. Geht das nicht mehr? Doch. Da. Bekehrter Brüter. Ich will das Ding noch mal aufrecht haben. Meine Güte. Geht doch. Na, 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 na. Sehr schön. Machen wir hier noch ein paar Hütchen hin. Dem fehlt doch Holz. Das ist doch nicht mal. Das ist ja nicht mal neu gebaut. Dem fehlt wirklich Holz. Dann machen die nichts. Das kann ich immer nicht verstehen. Das hier doch ja auch nicht. So. Wunderschön. Nee, im Zaun bauen wir schon mal ja nicht. Wie sieht denn das aus? Hier siedeln sich natürlich die ganzen Leute drumherum. Bei wegen Tempel und so. So. Wenn sich die Häuser erstmal aufgebaut haben, dann dauert das erstmal eine ganze Weile, die das irgendwie mal ordentlich gemacht haben. Und falls übrigens mir mal wer sehen will, wie ich diese Welt hier als gute Person praktisch aufgebaut habe, der kann mal googeln, nicht googeln, sondern in meinem Kanal suchen, was kommt als nächstes. Oder welche Let's Plays werden als nächstes kommen, irgendwie so habe ich das genannt. Und dort sage ich ihm praktisch auch, dass ich Black Knight 2 Let's Playen werde. Das war eben die Frage, wo, ob ich gut oder böse spielen soll. Und da war der eine, der drunter geschrieben hat, ich soll böse spielen. Nun gut. Haben wir jetzt einfach noch viel Holz? Haben wir doch sicherlich irgendwo hier in einem der Dörfchen einen gewissen Holzüberschuss. Ein klein. Wir brauchen immer noch mehr Erz. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann ja auch gar nicht sein. Ich möchte den Wald da nicht wegreißen. Wohl über Öl muss ich aber hier den Kornspeicher wegreißen. Das Lagerhaus ist wichtiger. Speicher ist immer noch ein bisschen flexibler. Hinplatzieren. Ziehen wir einfach noch einen zweiten hier hin. Soll mir doch recht sein. Das soll mir doch egal sein. Gut. Sehr schön. Ich glaube, das war es eigentlich auch soweit. Das heißt, und Aufnahme ist an sich auch soweit vorbei. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach erstmal ein bisschen weiter aufbauen.
Ich glaube, ich helfe ein bisschen mit. Mach beschleunige das Ganze dadurch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, wo wir dann definitiv zu den Japanern gehen. Und ich möchte euch ganz einfach hier nur ersparen, alles mitzuschauen. Das baut sich ja alles auf. Ich mache nur ein bisschen. Das wird nicht viel sein. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Black Knight 2. Bis dann, Leute. Haut rein und tschüss.